Das Spiel SV Darmstadt gegen den HSV ist schon ein Krisenduell. Man muss es so sagen, Darmstadt ist nur 14. und der HSV seit 5 Spielen ohne Sieg. Die letzten 3 Spiele hat man sogar verloren. Schauen wir auf die Aufstellung der Lilien im Kasten. Marcel Schuhn, keine Frage. Mai, Höhn und Pfeiffer in der Dreierkette. Dann Holland und Hermann über außen. Peik, Schnellhardt. Melem und Kempe bilden das Zentrum, in der Spitze dann Serdar Dursun, der für die Treffer zuständig sein soll beim Hamburger Sportverein. Ulreich im Tor, in der Viererkette Leibold, Ambrosius, Leistner und Wagnermann, Naray, Winsheimer, Jasula und Onana im Mittelfeld, Duziak auf der 10 und Terodde in der Spitze, Winsheimer und Naray natürlich eher über die Außen. Springen wir ins Spiel. Der Hamburger Sportverein leistete hier gute Arbeit im ersten Durchgang, aber sie war nicht zielstrebig genug. Sie kam nicht wirklich zu Torchancen. Der SV Darmstadt aber auch extrem gehemmt hier in dieser Partie und die Gastgeber brachten nicht wirklich spielerisch etwas aufs Feld. Dann nach 34 Minuten das erste Mal eine wirklich konsequent zu Ende gespielte Situation. Bedeutete dann aber auch gleich eine klare Abseitsstellung. Jasula mit dem Luftpass. Die Möglichkeit für Khaled Naray ist da nicht schlecht. Vergibt da dann auch, aber der Treffer hat sowieso ansonsten auch keine Anerkennung gefunden, wenn der drin gewesen wäre. Aber viel Konjunktiv, das bringt einem nicht sonderlich viel in der zweiten Fußball-Bundesliga. Der SV Darmstadt hätte hier auch gerne einen Freistoß bekommen. Es geht dann aber schnell in die andere Richtung. Das machte der HSV ganz gut und Duziak setzt sich hier durch. Duziak vor Schuhen, aber ihm fehlen die Nerven in dieser 1-gegen-1 Situation. Fehler von Mai, der da über den Ball rübergrätscht. Aber Glück, dass das nicht bestraft wird. Der anschließende Eckstoß vor der Pause aber auch nochmal mit Feuer. Leibold, Duziak setzt an zum Seitfallzieher. Der setzt noch einmal auf, ist aber unter dem Strich kein Problem für Marcel Schuhn. Dann war auch erstmal Pause. 45 Minuten von der Uhr, kein wirklich gutes Spiel. Man merkte beiden Mannschaften die Verunsicherung an. Der HSV ging damit aber besser um, allerdings eben noch ohne Torerfolg und somit für die zweiten 45 Minuten alles offen. Nichtsdestotrotz war es weiterhin sehr mau, was Darmstadt anbieten konnte, beziehungsweise sie konnten gar nichts anbieten. Es kam echt wenig. Der HSV machte es besser. Terodde zu David Kinzombi, wieder so ein Luftpass. Onana aber im letzten Moment von Fabian Schnellhardt gestört. Hier mit der Nummer 8 sehen wir es. Der sprintet durch und verhindert damit Schlimmeres. Der nächste Eckball von Melem geklärt. Der HSV bleibt dran. Leistner zieht drauf und plötzlich gab es einen Aufschrei und den Fingerzeig auf den Elfmeterpunkt. Dursun mit dem Handspiel. Es war mehr als unglücklich und sicherlich auch nicht ganz unumstritten. Ja, aber es gab eben Elfmeter, die Möglichkeit für Simon Terodde. Terodde bleibt vor Schuhn eiskalt und macht das 1:0 in der 54. Spielminute. Bedankt sich ganz herzlich für diesen Elfmeter, den man wirklich nicht zwangsläufig hätte geben müssen, aber da darf man sich als Hamburger SV dann auch nicht drüber beklagen. Den nimmt man dann gerne. Und ein Handspiel war ja auf jeden Fall dabei. Die Klarheit nur eben in Frage gestellt. Simon Terodde also möglicherweise mit der breiten Brust, die man jetzt von ihm erwartet und für ja, knapp 30 Minuten noch auch sich gewünscht hätte auf dem Feld. Aber der SV Darmstadt, plötzlich wachten sie auf, sie mussten jetzt nach vorne etwas tun, denn wieder mit leeren Händen dastehen nach der Niederlage in Düsseldorf zuletzt wäre das eindeutig zu wenig. Dursun, Peik, aber auch hier eine doch sehr deutliche Abseitsposition. Es war alles in allem ein schwacher Auftritt der Lilienelf.
Schlussphase. Noch einmal der SV Darmstadt, der Hamburger Sportverein, machte nach vorne jetzt zu wenig. Platte mit der Hacke zu schnell hart. Felix Platte! Und Ausgleich. Und wieder ein spätes Tor gegen den HSV. Platte, der reingekommen war für Dursun, der Mittelstürmer, der so unglücklich agierte heute. Es zahlt sich aus. Felix Platte mit dem Lucky Punch leitet es ein, bekommt den Ball dann wieder und schließt ab. Vorbei an Sven Ulreich, der hier gar keine Möglichkeit hat. Ambrosius und Wagnermann schauen nur zu, können nicht mehr eingreifen. Und so blieb es am Ende beim 1:1. Es wurde noch einmal kurz angepfiffen, aber jetzt war es dann auch vorbei. Der HSV gibt wieder 2 Punkte spät her. Es ist bitter für die Mannschaft von Daniel Thune. Zum 6. Mal in Folge holt man keine 3 Punkte, aber auch der SV Darmstadt holt hier eigentlich zu wenig.